Moin ihr Lieben, heute geht es endlich weiter mit den Buchtipps für die verschiedenen Hogwarts-Häuser aus Harry Potter. Ich stelle euch immer jeweils zu einem Hogwarts-Haus die Tugenden bzw. Charaktereigenschaften des Hauses vor und dann zeige ich euch ja, eine Handvoll Bücher, die mir dazu einfallen, die gute Tipps sind, wo diese Themen irgendwie behandelt sind bzw. wo ich irgendwie eine Assoziation dazu bekomme. Wenn ihr die vorigen Videos verpasst habt, dann werde ich natürlich die Playlist unten in der Infobox verlinken. Ich habe bereits für Gryffindor und für Hufflepuff Bücher vorgestellt und jetzt fehlen natürlich noch Ravenclaw und Slytherin und heute ist Slytherin an der Reihe. Ja, was sind die Tugenden von Slytherin? Zunächst einmal ist Ehrgeiz eine große Sache, Stolz, aber auch Traditionen werden sehr hoch gehalten bei Slytherin. Gute und auch schlechte, manchmal halten sie zu sehr an Traditionen fest und gehen da ein bisschen zu sehr über Leichen. Sie sind aber auch sehr intelligent, besonders gerissen und listig, könnte man sogar sagen. Und sie sind durch diesen Ehrgeiz oft auch an viel Macht interessiert und streben danach. Ja, das sind so ungefähr diese Tugenden, die man bei Slytherin findet. Ich bin tatsächlich auch jemand, der bei Slytherin einsortiert wurde und ich würde mich aber da nicht komplett wohlfühlen. Ich verstehe zwar, manche Tugenden bzw. manche Eigenschaften treffen schon irgendwie zu, aber ich würde mich alleine schon von dem Gemeinschaftsraum, würde ich mich da nicht wohlfühlen und auch von den Charakteren, die es in den Büchern so gibt, das sind nicht meine Lieblingscharaktere, auch wenn ich die auch nicht total schwarz-weiß sehe. Also viele sagen ja, okay, Slytherins sind nur die Bösen. Und das stimmt so nicht, obwohl ich auch finde, dass es in der Buchreihe eigentlich noch besser herausgearbeitet werden könnte, dass es da durchaus auch nette Slytherins gibt. Ich finde, sonst sind da doch eigentlich, werden diese wirklich sehr, sehr schwarz-negativ dargestellt. Aber wie dem auch sei, sind auf jeden Fall interessante Tugenden dabei und ich habe mir natürlich hier einen Haufen Bücher rausgesucht aus meinem Bücherregal, die dazu passen. Und bevor ich euch die Bücher zeige, möchten wir natürlich wieder eine wunderbare grüne und silberne Atmosphäre haben, denn das sind die Farben von Slytherin und dieses Wappentier ist natürlich die Schlange. Eine Schlange kann ich leider nicht bieten, aber wir versuchen es mal mit einer kleinen Umdekorierung. Jawohl, so ist doch schon viel besser und jetzt kann ich auch ja, viel mehr eintauchen in die Tugenden der Slytherins und ich fange gleich mit einem Buch an, beziehungsweise mit einer Reihe, die gleich mehrere Attribute erfüllt. Ich kann euch allerdings nicht den ersten Band zeigen, weil der ist Teil meiner Deko und zwar spreche ich von Bartimäus von Jonathan Stroud. Ich zeige euch jetzt dagegen einfach den zweiten Band. Und zwar ist das dieser hier. Der heißt Bartimäus, das Auge des Golem. Und es gibt drei Bücher, es ist eine Trilogie und es gibt allerdings auch noch ein Prequel, das ich auch hier stehen habe. Das ist eine Reihe, die ich vor längerer Zeit gelesen habe. Ich glaube, ich habe sie schon zweimal gelesen. Und sie besticht wirklich durch viel Witz und durch viel Spannung. Jonathan Stroud hat es echt drauf, sehr viel Sarkasmus und Ironie in die Bücher hineinzuschreiben. Und ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt ein Attribut der Slytherins, aber ich finde, wenn ich es einem Hogwarts-Haus zuordnen sollte, dann würde ich es tatsächlich den Slytherins zuordnen, diesen Sarkasmus und diese Ironie. Aber es gibt auch zwei Figuren, unsere Protagonisten in diesem Buch, die jeweils, finde ich, besonders für eine Tugend der Slytherins stehen. Da haben wir zum einen Nathaniel. Nathaniel ist ein Zaubererjunge und er kommt aus ärmlichen Verhältnissen, ist aber extremst ehrgeizig und von sich selbst überzeugt und möchte es den Zauberern, den hochnäsigen Zaubern, die ihn einfach nur als kleinen Jungen abstempeln, zeigen. Und zwar in dieser Welt, die unserer sehr ähnlich ist, nur dass es eben diese Zauberer gibt, die Djinns heraufbeschwören können. Also sie können eigentlich gar nicht selbst zaubern, bis auf eben diese Beschwörungsformeln zu sagen.
Und wenn sie alles richtig machen, dann können sie halt Dämonen heraufbeschwören, die ihnen halt die Wünsche erfüllen. Und das ist sozusagen das Zaubern. Und Nathaniel ist jetzt so ehrgeizig, und es ist so ein kleiner Vorfall in der Zauberergesellschaft vorgekommen, wo er sagt, er will Rache schwören und will jetzt erstmal so einen richtig mächtigen Dämon heraufbeschwören. Und zwar sucht er sich Bartimäus aus. Und ja, er muss dann halt so einen Bandzirkel zeichnen und schwört ihn tatsächlich auch rauf, und er ist auch wirklich sehr genau und er muss ihm nun dienen. Aber Bartimäus ist da gar nicht von überzeugt, denn Bartimäus ist der andere Hauptcharakter aus diesem Buch. Ja, wie das so hier vorne auch vom Titel her nochmal so angedeutet ist. Wir bekommen nämlich immer abwechselnd von Nathaniel und Bartimäus heraus berichtet. Und das Besondere ist, wenn Bartimäus berichtet, dass wir immer Fußnoten haben, wo er nochmal so seinen Senf zu dieser Situation dazu gibt. Und das ist, als ich das damals gelesen habe, war es das erste Mal, dass ich ja diese Art von Fußnoten, dieses Stilmittel in einem Roman so entdeckt habe. Und ich fand das einfach grandios. Es ist auch meistens nicht zu lang gehalten, sondern immer nur relativ kurz und prägnant und meistens echt für ein Lacher gut. Ja, die zweite Reihe, wo ich das entdeckt habe, war dann nachher Never Night. Der Jay Kristoff, der Autor, hat das ähnlich eingesetzt, nur manchmal sich ein bisschen zu sehr ausgegangen in den Fußnoten, dass die ein bisschen zu lang geworden sind. Hier finde ich es nicht ganz so extrem. Hier handelt es sich auch um Urban Fantasy für Jugendliche. Dennoch finde ich, es ist so spannend und lustig erzählt, dass man das auch sehr, sehr gut auch als Erwachsener noch lesen kann. Es geht auch viel um Freundschaft. Aber eben Nathaniel steht eben für diesen Ehrgeiz und für diesen Stolz auf sich selbst. Und Bartimäus ist eine Figur, die halt eben sehr sarkastisch, sehr ironisch ist und selber auch ein sehr machtvoller Dämon ist. Aber er steht für sehr viel List und Tücke. Denn die Dämonen müssen zwar den Zauberern dienen, aber das heißt lange nicht, dass die jetzt großartig Freunde sind, sondern sie werden ja unterjocht. Demnach sind sie natürlich nicht so glücklich, wenn Zauberer sie heraufbeschwören. Und sie suchen nach jeder einzigen Lücke oder jeden Fehler, den der Zauberer macht. Denn so können sie aus ihrem Bannzirkel entkommen. Oder wenn der Zauberer das nicht richtig gut formuliert, dann können sie auch ja, in den Formulierungen Fehler oder Lücken suchen, wie sie sich irgendwie herausschmuggeln können. Und ja, Bartimäus ist da eben sehr, sehr gut drin, ist da eben sehr listig und sehr gerissen, wie er versucht, aus den Diensten von Nathaniel herauszukommen. Aber wie das nun mal so ist in so einer Reihe, nachher, wer entwickelt sich so eine Hassliebe, so eine, doch irgendwie eine Freundschaft zwischen den beiden, aber der Schlagabtausch und die Dialoge zwischen den beiden und zwischen anderen Charakteren ist wirklich sehr, sehr schön gemacht und alles andere als kitschig. Ja, könnte ich auch mal wieder lesen, hat mir sehr gut gefallen, ist auch mal eine andere Art von Magie gewesen und finde halt, das ist mir so als erstes in den Sinn gekommen, als ich über die Tugenden von Slytherin nachgedacht hat. Wie gesagt, Ehrgeiz und List kommen hier auf jeden Fall in den beiden Protagonisten vor. Dann habe ich ein Buch rausgesucht. Ich weiß gar nicht, ob das vorhin bei den Charaktereigenschaften genannt habe. Ja, dass die Slytherins auch oft so ein bisschen an sich selbst denken. Also an ihren Erfolg, an ihren Ehrgeiz, an ihre Macht. Und sich auch irgendwie jeder ist sich selbst der Nächste und selbst viel Selbsterhaltungstrieb haben. Und da ist mir Darkwood von Thomas Finn eingefallen. Hier geht es nämlich um eine TV-Reality-Show und es geht um eine Agentur aus Hamburg, die sich dort beworben hat und die können halt dort was gewinnen. Beziehungsweise ich glaube, ihre Agentur steht so, genau, eine Werbeagentur. Die steht so ein bisschen an der Schwelle zum Bankrott und so wollen sie sich noch mal ein bisschen ja, wieder hervorholen, wenn sie da gewinnen. Es ist so als schon irgendwie als Teamarbeit angelegt, aber nachher gibt es dann halt noch so einen Bonus, wenn der oder die Beste halt gewinnt, die bekommen dann halt noch mal so ein extra Budget. Und das bringt natürlich diese ganze Teamfähigkeit total durcheinander und sie müssen
mitten in den Wäldern von Norwegen irgendwie überleben und Aufgaben bestehen. Allerdings liegt auf diesem norwegischen Wald ein Fluch bzw. eine Legende. Und dann geschehen natürlich auch unheimliche Dinge dort, als sie dort versuchen zu überleben. Und sie wissen nicht so richtig, gehört das jetzt zum Spiel, gehört es zu dieser Reality-Show oder ist das etwas Ernstes? Und ja, je mehr gefährlicher es wird und je mehr es zu diesem Finale geht, jeder hat irgendwie so seine Geheimnisse, die er vor den anderen versteckt und eben ja, versucht jeder irgendwie der Erste zu sein. Hier ist eben auch dieser Ehrgeiz enthalten und diese geheimnisvollen Spielchen, aber eben auch, dass jeder sich selbst der Nächste ist und im Grunde nicht unbedingt gegen miteinander kämpfen, sondern irgendwie auch gegeneinander. Und ja, jeder versucht zu siegen. Ein richtig cooler Horror-Thriller. Ich bin ja ein großer Thomas Finn-Fan geworden mittlerweile. Was dahinter steckt, hätte ich nie mitgerechnet. Fand ich ziemlich, ziemlich cool. Sehr atmosphärisch, sehr actionreich. Und ja, mit dieser Kombination der Reality-Show auch irgendwie total spannend gemacht. Nicht nur klassisch, sondern auch etwas Modernes mit hineingebracht. Richtig, richtig cool. Kann ich auf jeden Fall nicht nur für alle Slytherins empfehlen. Ja, bei dem, bei der Tugend bzw. bei der Charaktereigenschaft List und Gerissenheit, da ist mir die Figur Lyra Belacqua eigentlich eingefallen, aber sie hat einen Spitznamen und zwar Lyra Listenreich. Auch hier kann ich euch wieder nicht den ersten Teil zeigen, weil auch dieser ist ein Bestandteil meiner Deko und zwar finden wir ihn hier. Der Goldene Kompass ist der erste Teil der Dark Materials-Reihe von Philip Pullman. Ich zeige euch jetzt stellvertretend den dritten Teil. Das Bernstein-Teleskop ist der dritte und letzte Teil, also auch eine Trilogie. Dazu gibt es mittlerweile, ist ja im Moment total der Trend, auch ein Prequel. Das habe ich hier auch stehen. Wie heißt es? Über den wilden Fluss fand ich okay, aber wäre jetzt nicht notwendig gewesen. Jetzt gibt es ja auch noch ein Sequel, wo es dann irgendwie Jahre später wieder die Protagonistin begleitet. Das habe ich noch nicht gelesen, möchte ich noch, aber ich befürchte, dass das eigentlich auch nicht notwendig gewesen wäre. Ich fand die Trilogie, wie sie war, eigentlich sehr, sehr gut abgeschlossen, auch meiner liebsten Trilogien, etwas sehr Einzigartiges. Ja, und hier geht es eben um Lyra, die in ja, einer Universität aufgewachsen ist, in einer Welt, die unserer zwar ähnlich ist, aber eher ein bisschen eher von der Technik ein bisschen rückständiger, beziehungsweise sie haben ein bisschen andere Technik und ein bisschen mehr Magie. Sie haben zum Beispiel auch Dämonen an der Seite. Das sind Stücke ihrer Seele, die eben auch ihre Seele und ihren Charakter abbilden, je nachdem, in welche Tiere sich diese Wesen verwandeln, zeichnet es auch so ein bisschen ihren Charakter. Nur die Dämonen der Kinder können sich noch in verschiedenste Tiere verwandeln. Erst später, wenn sie sich halt festigen, ihren Charakter auch festigen, dann festigt sich auch das Bildnis des Tiers. Und ja, in dieser Welt passiert es, dass immer mehr Kinder verschwinden, unter anderem auch der beste Freund von Lyra, ein Küchenjunge in diesem Oxford. Und Lyra ist sehr wild, sie ist sehr aufbrausend und lässt sich nicht zähmen, mag auch nicht gerne unterrichtet werden. Ja, sie lässt sich auch nichts sagen, sie macht einfach, was sie will. Und auch jetzt möchte sie herausfinden, am liebsten auf eigene Faust, was genau denn passiert ist. Es geht so das Gerücht rum, dass sie von den Gobbler entführt wird, von einer Gruppe von Menschen, die etwas Böses mit den Kindern vorhaben. Was genau ist jetzt die Frage? Gleichzeitig lernt sie etwas über Staub, denn ihr Onkel, der ist ja, Forscher könnte man sagen, und hat so über etwas, über eine mysteriöse Materie namens Staub, also nicht unser normaler Hausstaub, etwas herausgefunden im hohen no Norden im Eis. Und irgendwas hat es damit zu tun. Da lauscht sie auch ganz viel und möchte am liebsten mit ihnen dorthin reisen. Naja, sie reist aus und macht sich auf den Weg, bis sie irgendwann auch in die Fänge der Gobbler kommt. Ja, warum habe ich sie jetzt ausgesucht? Weil sie eben diesen ja, diesen Spitznamen Lyra Listenreich bekommt. Sie trifft irgendwann auf ja, einen Bären, einen Eisbären,
der ihr Gefährte wird, also ein guter Freund. Und das ist Jorek und er hilft ihr und sie hilft ihm und sie ist halt sehr, sehr gut in Lügen und Geschichten erzählen. Und dadurch spinnt sie halt auch immer wieder Listen, um irgendwie aus Situationen herauszukommen. Und so hilft sie zum Beispiel auch Jorek. Und er nennt sie, denn tauft sie denn Lyra listenreich. Und deswegen habe ich sie jetzt hier auch mit ausgewählt. Eine Welt wirklich mit viel Gesellschaftskritik, aber auch Religionskritik. Also hier die Religion wird hier sehr auseinandergenommen, beziehungsweise in einer Weise dargestellt, die ich extrem faszinierend fand. Damals als Kind habe ich hier hauptsächlich diese Abenteuergeschichte hintergesehen, aber beim nochmaligen Lesen sieht man hier viel Religion, Philosophie und Gesellschaftskritik. Etwas ganz Besonderes eben. Ja, zum Thema Machtspielchen und Intrigen habe ich mich hier auch nochmal für Die Verlobten des Winters von Christelle Dabot entschieden. Das ist der erste Teil der Spiegelreisenden-Reihe. Ich habe bisher Band 1 und 2 gelesen. Band 3 kommt jetzt im nächsten Monat dran. Da will ich dann auch die Reihe beenden. Band 3 und 4 sollen dann dran glauben. Das ist auch eine sehr besondere Fantasy. Hier spielt es in einer Welt, die auseinandergebrochen ist. Der Planet ist auseinandergebrochen. Es gibt nur noch so Einzelteile, die umeinander schweben. Die nennen sich Archen. Und jede Arche ist sehr verschieden. Wir treffen hier auf Ophelia, die auf der Arche Anima lebt, die relativ friedlich ist und wo jedes Ding irgendwie auch eine Seele hat und irgendwie auch ein Individuum ist und als ob sie irgendwie so ein bisschen vermenschlicht werden. Ophelia hat die Gabe, wenn sie etwas mit der bloßen Hand berührt, die Geschichte der Dinge zu erfahren, beziehungsweise die Gefühle der Besitzer dieser Dinge zu erfahren. Und sie ist eigentlich eine sehr zurückgezogene. Also sie ist eigentlich kein Charakter, der für Slytherin steht. Sie ist sehr bescheiden und ein bisschen skurril, ein sehr, ja, sehr introvertierter Mensch und möchte eigentlich einfach nur so vor sich hin leben in ihrer Arche. Aber sie wird nun aus politischen Gründen mit einem jungen Mann verheiratet von einer anderen Arche, und zwar dem Pol. Der Pol ist sehr, sehr eisig und etwas ganz anderes als Anima. Sie wird dort rübergeschafft mit einem Flugschiff und lernt ihren Verlobten kennen, der sehr, sehr abweisend ist, sehr, sehr schroff. Und ja, den sie gar nicht, oder die sich halt einfach, die können sie einfach gar nicht leiden. Und er scheint auch nicht so sehr begeistert von dieser Ehe zu sein. Als sie dort auf dem Pol ankommt, gibt es eben diesen großen Palast, dieses schwebende, ja, wie soll man das sagen? Ich glaube, das ist hier auch dieser Mondscheinpalast. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Jedenfalls auf dieser Arche gibt es ganz andere Fähigkeiten, die haben irgendwie viel mit Sinnestäuschung zu tun. Und ja, auch irgendwie mit ganz viel List und Tücke. Und dort gibt es so viele Intrigen gegeneinander. Jeder strebt mehr Macht an und Ophelia strebt genau zwischen diesen Intrigen. Sie darf sich nicht zeigen, sie muss sich verstecken und gerät sonst in großer Gefahr, weil ihr Verlobter dort ein hohes Tier ist, der aber auch große Feinde hat. Ja, und sie darf sich da eigentlich gar nicht verstricken, aber verstrickt sich natürlich total in diese Intrigen und durch diese Fähigkeiten, die diese Menschen auf der Arche des Pols haben, immer diese ja, Wahrnehmungsverschiebungen, ist das Ganze natürlich sehr, sehr schwer, sich dort nicht hinein zu verstricken. Es gibt dort noch so viele Details, die interessant sind. Ich hatte auch einige Kritikpunkte an diesem Buch, unter anderem eben auch die Figur von Ophelia, weil die sehr passiv ist. Also ist ja in Ordnung, wenn jemand mal nicht so extrovertiert ist. Das finde ich total okay. Ich bin auch nicht die extrovertierteste Person. Aber ich finde, hier hatte man das Gefühl, dass sie einfach nur passiv alles zugeschaut hat und überhaupt nicht gehandelt hat. Und das hat mir, also sie wurde wie eine Schachfigur hin und her geschoben. Das hat mir nicht so gut gefallen, aber es gibt mehrere Aspekte, auch besonders die Legenden und die Götter, die hier drin vorkommen. Diese Geschichte fasziniert mich sehr und ich möchte dieser besonderen Story auch besondere
ja, ein besonderer Sprachstil. Man merkt, dass es irgendwie aus dem Französischen kommt. Es ist schon was Besonderes, möchte ich auf jeden Fall eine Chance geben und ich möchte die Reihe auf jeden Fall beenden und dann nochmal überlegen, ja, im Ganzen, ob sie mir nun so gefallen hat, dass sie bleiben darf und ich sie irgendwann nochmal lesen möchte oder ob sie dann ausziehen darf. So. Was habe ich als nächstes? Ich habe noch, das ist ein winterliches Buch, aber ich hatte euch ja erzählt, dass die Slytherins besonders auf ihre Traditionen sehr stolz sind und auch ja, möchten, dass diese Traditionen bewahrt werden. Um jeden Preis, möchte man sagen. Es gibt natürlich Traditionen, die wirklich schön sind und die auch ihren Sinn haben und die man wirklich gerne weiterführt, aber es gibt manche Traditionen, die sollte man auch hinterfragen und nicht ausführen. Ich habe mir jetzt aber ein Buch rausgesucht, wo es wirklich darum geht, schöne Traditionen zu bewahren. Und zwar in Der Bär und die Nachtigall von Catherine Arden wird ein sehr russisches Setting aufgebaut. Wir befinden uns in einer kleinen Gemeinde mitten im Wald und treffen auf ein junges Mädchen namens Wasja. Wasja ist sehr besonders, denn sie kann die Naturgeister sehen, die es in den Wäldern und den Häusern dieser Gemeinde gibt und hat auch keine Angst vor diesen. Es kann nicht jeder sie sehen, aber sie werden halt in dieser alten Naturreligion, sage ich mal, als Brauch schon sehr angebetet und gefürchtet, manche Wesen. Dann wird allerdings ein Priester in dieses Dorf geschickt, der den christlichen Glauben verbreiten soll und er lehnt natürlich diese Naturwesen total ab. Allerdings leben diese Wesen von den Glauben der Menschen an ihnen. Und je weniger die Menschen an sie glauben oder nicht an sie glauben dürfen, ja, werden sie immer schwächer und Wasja versucht ihnen zu helfen. Gleichzeitig gibt es noch ein sehr mächtiges Wesen, was in dem Wald erwacht und was auf Wasja aufmerksam wird. Man begleitet sie von der Kindheit bis hin zum Erwachsenenalter. Es ist ein sehr ruhiges und stilles Buch, aber gerade diese Atmosphäre und diese Naturgeister, dieses russische Setting hat mir sehr gut gefallen. Der zweite Band erscheint jetzt, glaube ich, im Herbst 2020 und da freue ich mich schon sehr drauf. Da bin ich gespannt, wie es mit Wasja und den Winterkönig weitergeht. Eben schon erwähnt habe ich Nevernight von Jay Kristoff, hier der erste Band, Die Prüfung. Ich finde es so ein bisschen vergleichbar mit Bartimäus, da finden wir nämlich ähnliche Attribute der Slytherins. Auch hier haben wir eine Protagonistin, die sehr viel Ehrgeiz hat, ihr Ziel umzusetzen, sich zu rächen an den Männern, die ihre Familie, die ihre Eltern umgebracht hat. Das sind ziemlich hohe Tiere, Herrscher des Landes und sie lässt sich als Assassinen ausbilden in der Roten Kirche, um dann wirklich diese Kunst des Tötens zu perfektionieren, um dann an diese Herrscher überhaupt heranzukommen. Und wir begleiten sie hier. Gleichzeitig, ja, ist ihr Stolz eben sehr verletzt und sie möchte eben den Namen ihrer Familie wieder herstellen. Und ich finde auch dieser Sarkasmus, diese Ironie, die hier wirklich aus dem Buch trieft, passt, finde ich, wieder sehr, sehr gut. Es ist sehr düster. Auch das, finde ich, passt irgendwie zu den Slytherins. Und es gibt hier extrem viele Machtspielchen und auch Intrigen mit ganz viel List und Tücke. Sowohl auf Mias Seite, also Mia lässt sich hier auch immer sehr viel einfallen, um irgendwie aus gefährlichen Situationen herauszukommen oder andere in Gefahr zu bringen oder ja, das Töten, wie gesagt, so zu perfektionieren mit nicht einfach nur mit Hau drauf, sondern auch wirklich mit viel List. Aber ihre Gegner sind natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen und versuchen sie auch immer wieder mit Machtspielchen herumzustoßen und ja, zu verwirren. Grandiose High Fantasy, sowohl die Story als auch die Sprache, als auch ja, die Figuren sind einfach etwas Besonderes. Ich will da jetzt gar nicht zu sehr eingehen, da habe ich jetzt in letzter Zeit schon viel drüber gesprochen, aber ich finde, das passte auch sehr, sehr gut zu Slytherin. Ja, dann habe ich jetzt noch ein Weihnachtsbuch für euch. Passt jetzt noch nicht so ganz. Ja, vielleicht so in 2 Monaten, dann geht's wieder los. Aber ich finde,
Puh, staubig. Krampus von Brom wollte ich hier auch noch zeigen, denn auch hier geht es auch irgendwie viel um Tradition. Denn wir haben hier zunächst einmal den Krampus, der im Grunde das Gegenstück zum Weihnachtsmann ist und die beiden sind sehr verfeindet. Krampus wurde vom Weihnachtsmann weggesperrt, verbannt, aber sein Bann, der löst sich langsam auf, er kann sich befreien und möchte natürlich nun Rache nehmen an den Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann ist jetzt hier nicht diese gütige Person, die man sich sonst als Kind immer vorstellt. Wir haben ihn hier auch nochmal hinten drauf abgebildet. Natürlich ist Krampus auch kein Kind von Traurigkeit, der ist auch sehr, sehr grausam, aber er möchte ja seine Tradition zurück, sein Julfest, wie es damals hieß, und er war nun mal derjenige, der bestrafte oder beschenkte, und das hat einfach der Weihnachtsmann jetzt übernommen. Und unser Protagonist Jesse, der gerät genau zwischen die Fronten, denn er fängt den Weihnachtsmannsack auf und dieser Sack kann halt Wünsche erfüllen, und genau dieser Sack ist der Ja, ist im Grunde das Ziel von Krampus. Hier geht es also auch um Erhalt oder den Kampf um verschiedener Traditionen. Natürlich auch sehr viel um Macht. Wer hat die größere Macht? Und Jesse gerät dazwischen. Es ist sehr düster, sehr brutal und blutig zum Teil, hat aber auch viel Tiefe, wie ich finde. Sogar viel Tragisches und Dramatisches durch das Schicksal von Jesse. Und habe ich sehr, sehr gern gelesen. Kann man sehr gut zur Weihnachts- und Winterzeit lesen und sich dabei ein bisschen gruseln. Und als letztes habe ich noch den ersten Teil einer Trilogie, die ich wirklich schon lange nicht mehr in die Kamera gezeigt habe. Was wirklich schade ist, weil das damals vor 3, 4 Jahren wirklich ein Highlight von mir war. Nicht unbedingt der erste Band. Der erste Band, Die 13. Fee Erwachen von Julia Adrian, ist wirklich ein sehr, sehr schmales Bändchen, und das war eines meiner Kritikpunkte dort noch, weil die Story wirklich noch nicht ganz so ausgereift war und viel mehr hätte erzählt werden können. Aber in Band 2 und 3, die jetzt ein bisschen dicker sind, nicht viel, aber die Ideen fand ich wirklich schön. Es ist eine sehr düstere, aber auch märchenhafte Geschichte. Es geht hier eben um im Grunde die böse Königin, die 13. Fee, die lange im Schlaf versetzt war, nun aufwacht und sich rächen möchte. Und ich finde das irgendwie ganz cool, wenn man mal aus der Sicht der Bösen heraus etwas berichtet bekommt, aber nach und nach herausfindet, was überhaupt ihre Beweggründe sind, warum sie böse geworden ist. Und das fand ich hier das Besondere in dieser Reihe, denn wir lernen immer wieder neue Charaktere kennen, die das Böse verkörpern sollen. Und dann lernen wir aber ihre Hintergrundgeschichte und man merkt, das sind einfach auch nur Menschen oder auch nur Lebewesen, die ihre Liebe, Gefühle verletzt worden sind und dadurch einfach Rache schwören oder halt einfach in dieses Düstere abtauchen. Ja, im ersten Band, wie gesagt, das hat von mir 3 Sterne bekommen, aber Band 2 und 3 waren dann für mich wirklich Highlights mit 4 und 4,5 Sternen. Da steckte noch so viel mehr und so viele verschiedene Märchenadaptionen wurden hier mit eingebaut, die halt in dieses düstere Setting gebaut worden sind. Und am Ende gab es nochmal einen richtig coolen Twist, den ich einfach genial gemacht fand. Ja, warum habe ich das jetzt hier für die Slytherins ausgewählt? Einfach aus dem Grund, weil ja, einfach nicht immer, was so böse scheint, auch böse ist. Ich finde halt auch in Harry Potter gibt es viele Slytherins, die dargestellt werden, die sehr böse dargestellt werden. Und oft sind sie auch einfach nur arschig, aber es steckt halt auch etwas dahinter. Es macht die Taten, die sie tun, nicht unbedingt besser, aber nachvollziehbar. Und es zeigt halt, dass sie nicht einfach nur grundlos böse sind, sondern da auch irgendwas hintersteckt, eine Vorgeschichte. Ob das nun ein Snape ist oder ein Malfoy, wie gesagt, nicht meine Lieblingscharaktere, aber ich finde sie schon irgendwie spannend aufgrund dieser Ambivalenz. Und genau das fand ich hier auch in dieser Story spannend, wie hier mit Schwarz und Weiß gespielt wurde und der Leser immer wieder auf Glatteis geführt wird. Also es ist nicht immer alles böse, was schwarz ist oder was grün ist.
Ja, komisches Sprichwort, das ich mir da gerade ausgedacht habe. Das war's. Das sind die Bücher, die ich mir zum Thema Slytherin ausgesucht habe, zu diesen Tugenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr auch noch irgendwelche Bücher im Kopf habt, wo ihr sagt, ja, das wäre genau, was auf diese Tugenden oder diese Charaktereigenschaften passt, beziehungsweise was in diesen Büchern irgendwie auch behandelt wird, dann schreibt diese Buchtipps auch gerne in die Kommentare. Schaue ich gerne vorbei. Und dann bleibt natürlich noch Ravenclaw offen. Ich weiß, dass ich jetzt eine lange Zeitpause hatte zwischen Hufflepuff und Slytherin. Mal gucken, wann ich da wieder zukomme. Es hat halt immer viel mit Vorbereitungen zu tun und jetzt freue ich mich auch sehr, nicht die Bücher wieder alle einzuräumen, aber irgendwie mag ich diese Verwandlung und dieses Setting auch immer sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!